Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, hat sich geäußert. Seine Hoffnungen und Aufrufe vor einer möglicherweise wieder dramatischen Nacht in der ukrainischen Hauptstadt. Ja, man sollte diesen Krieg stoppen. Aber das hängt nur von einem Menschen ab. Aber der Druck der Russen auf den Präsidenten spielt auch eine sehr große Rolle. Aber wir werden alle einen sehr großen Preis zahlen für Ambitionen eines Menschen. Tausende, ja Zehntausende schon in diesem Krieg gegen die Ukraine. Und diese Zahl wird nur wachsen, leider. Wir werden uns nicht ergeben. Wir können nirgendwohin zurücktreten. Wir sind zu Hause. Wir verteidigen unsere Häuser, unsere Familie, unser Land, unsere Zukunft. Es ist kein Geheimnis, dass die Besatzer das Ziel haben, Kiew einkesseln und einzukesseln. Und dank unseren Kämpfern, die eine der stärksten Armeen der Welt so tapfer bekämpfen, ist unglaublich. Und die Russen haben keine Chance. Sie haben keine Chance, da sie von niemandem mehr unterstützt werden. Keine Chance, da sie als Besatzer gekommen sind. Keine Chancen, weil wir in unserem Land sind, wo wir geboren wurden und unsere Motivation ist. Wir verteidigen unsere Städte, unsere Menschen, unsere Familien. Und wir träumen von einem friedlichen Himmel. Ich bin jetzt natürlich sehr emotional. Wir brauchen diesen Himmel nicht nur über Kiew, über ganz Europa. Die Situation ist sehr, sehr angespannt. Die Menschen sind nervös. Und wenn Sie diese Bilder sehen aus Kharkiv zum Beispiel, als Wohnblöcke, Wohnquartiere beschossen werden, auch soziale Einrichtungen, Wohnhäuser beschossen werden. Entschuldigen Sie, bitte.